willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ah, warte mal. Hab ich doch glatt was vergessen. Ah. Stopp. Da muss ich den doch gerade nochmal anhauen. Kann nochmal was fragen. Also wir haben ja gestern die Metzgerei gekauft, das ist ganz gut. Ich muss mal nachfragen, was mit den Cabins los ist. Oh, wie lange telefoniert denn der, ey? Yo. Oh, wie lange telefonierst denn du? Ja, Diesel hier, dies, das, Ananas. Achso, du wolltest du eigentlich nicht Kartonpaletten bei mir abholen? Ja. Für den Blaubeer? Bin doch schon lange weg. Safe? Ja. Nee, war bei mir am... Okay, dann passt's. Gut. Bin schon lange weg. Bescheid. Okay, gut, das war schon. Gut. Nächstes Mal ein bisschen... Hat der dir überwiesen schon? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich denke, der ist ein ehrlicher Bursch, der wird mir das dann schon sagen. Ja, die sind top, die Blaubeeren, ey. Ich glaube, die rocken den Kuhhof auch gut. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wo ich Tierchen herkriege. Aber naja. Okay. Gut, danke dir. Tschüss. Gut, Metzgerei ist unser. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir mal zum Schweinebauen oder so fahren. Vielleicht ist der ja zu Hause, dann kann ich da mal nachfragen, ob der inzwischen ein paar Schweinchen für mich hat. Andernfalls würde ich vielleicht welche kaufen und mir die von ihm mästen lassen. Das wäre, denke ich, auch eine gute Option. Mein, er kann die zur Zucht verwenden. Ist mir wurscht. Ich würde dann nur eben... die Schweine haben wollen, die er dann... gemästet hat. So, okay. Diesel. Jo, Volker hier, hi. Jo. Ach, da bist du ja. Mit. Ja. Hi. Hi. Du, zeig mir doch mal deinen Schweinestall. Also deinen Saustall hier. Oh. Freilandhaltung, wa? Ei. Das sind aber dicke Dinger. Hey, da bin ich mal. Und denen geht's gut. Ja. Das sieht man. Bin? Ja. Der Racer hat auch kein Miststreuer. Da weiß ich es auch nicht. Kann das LU sich nicht um seine eigenen Sachen kümmern? Ja, die hat niemand einen. Warte mal,
Volker, es ist noch niemand, dass du das ist der Schweinebauer, der Schafsbauer. Gott sei Dank, Schweinebauer bin ich. Ja, den muss ich. Sag ihm mal, ich rufe ihn gleich auch noch an. Ab. Der Volker ruft dich gleich an. Okay. Gut, dann gehen wir so lang. Dann gehen wir eben aus dem Funk raus. Jo. Wie viele Schweinchen hast du inzwischen? 8. 8? Ist ja, ich habe jetzt gerade Wasser nachgefüllt, jetzt fangen sie auch an zu produzieren und sich zu vermehren. Ich wollte gerade sagen, ist da nicht eins verstorben? Waren das nicht schon mal 9? Nein, es waren 8. Okay. Ich hätte einen Deal für dich. Ja. Und zwar, würde ich dir 20 Schafe kaufen. Schafe? Schweine. Schweine sind ja die Viecher hier. Was kosten da eins? Ich muss ein bisschen aufs Geld gucken. Ich guck mal eben, wo hier der Entladetrigger für die Viecher ist. So genau weiß ich das auch nicht. Obe. Hier, glaube ich. Ja. Ein Schein kostet 1500. 1500 sind 12. Okay. Aber plus, da kommt noch Steuer drauf, ne? Ja. Okay, nee, dann würde ich dir 10 Schweine kaufen. Ja. Würde ich dir dann fett machen für den Schlachter, ne? So war der Plan. Genau, das hatten wir ja schon beim letzten Mal abgesprochen, dass du gesagt hast, du würdest ein paar Schweine bei mir unterstellen, damit du Fleisch produzieren kannst. Genau. Ich würde die so 2-3 Wochen bei dir stehen lassen. Ja. Du kriegst ja wahrscheinlich davon dann auch noch ein paar. Kannst du die zur Zucht verwenden, ist mir egal. Ja. Aber ich zahle halt fürs Futter nichts. Ne, fürs Futter sorge ich dir selber. Ja, ich meine nur, weil nicht... Das ja, alles gut, kein Problem. Ich kümmere mich um die Viecher und dann gebe ich sie dir. Dann kannst du ja verarbeiten zu Wurst. Genau, und wenn dir da 2 Schweinchen bei rumkommt oder ein paar mehr Ferkel, dann ist ja auch schön. Ja, dann habe ich wenigstens immer Nachschub. Ja, genau. Deshalb würde ich jetzt erstmal mit 10 Schweinchen dann anfangen. Ja. Ist nur die Frage, hast du einen Viehtransporter oder wie machen wir das? Nee, die Gemeinde hat, glaube ich, einen. Okay, du kannst ja mal nachhaken, bist ja im Gemeinderat. Ja. Okay, gut. Rechnung schickst du mir dann einfach. Mach ich. Also kaufst du dir und dann schickst du mir die Rechnung, dann überweise ich das. Mit Steuern. Ist okay. Alles kein Thema. Oder okay. Warte, komm, ich schieß dir das vor. 16.500. Geld an Hof. 16.5. So, gut. Hast du hier den Cash? Ja, und danke. Dann kannst du die 10 davon kaufen. Mach ich. Supi, dann danke ich dir schön. Gerne doch. So 2-3 Wochen, denke ich. Ich weiß nicht genau, wie lange. Ja, alles gut. Mal gucken. Danke dir, tschö. Gerne, tschö. Perfekt. Dann hätten wir schon mal 10 Schweinchen. Ich meine, ist natürlich die Frage, wie viel Fleisch die dann angesetzt haben, aber das passt schon erstmal. Jetzt fahren wir gerade mal ins Sägewerk und dann
gucken wir mal, was da fehlt. Beziehungsweise ihr müsst eigentlich auch schon wieder mal einen Wald pachten. Oder kaufen. Hallo? Yo, Volker hier. Moin. Hi. Welchen Wald hatte ich zuletzt gepachtet? War das die 14? Ja. Was war die Pacht davon? Bin noch so vergesslich. Oh, dein Tieflader steht hier noch im Wald. Ah. Oh Gott. Soll ich einen Tieflader holen, komm? Kannst du machen. Mach dann 2000. Die Pacht? Nee. Der Tieflader holen. Witzbold. Dann bring ich ihn dir. Er kostet so oder so für 2000 fürs Ausleihen. Tja, als ob. Machst du einen Witz hier, nein, hier oder Spaß, was? Ich komm's gleich holen. Ich will jetzt erstmal wissen, was die Pacht kosten würde. 174.950. Also 175. Ah nee, Pacht, sorry. Sorry. Alter, willst du den nicht kaufen? Willst pachten, ne? Nicht? Nee, noch nicht. Warum denn nicht? Ist halt immer noch nicht abgerodet, das Ding. Nee, da sind Aufforstarbeiten, haben da stattgefunden. Ach so. Außerdem, was kosten von den dreien da? Die 12, 13, 14, welches ist denn da das günstigste? 17.500 ist die Pacht. Und was ist die Pacht? 12, 13, 14. Von den drei Feldern. Welches ist da das günstigste? Feldern. 12 ist verkauft, das Feld. Oh, Wald. Ja, sag da doch. Ja, kannst du auch mitdenken, wenn du weißt, was es ist. Der 14er Wald ist der günstigste. Ah, okay. Lul. Da steht eine Halle bei mir im Wald. Wann ist denn die gebaut worden? Halle? Ja. Die hat die Stadt einrichten lassen. Die Gemeinde. Das ist ein Lager für da unten das Zeug. Also, wäre eigentlich ganz gut für dich. Okay, müssen wir da mal überlegen. Was hast du jetzt? 17.000? Ja. Okay. Du, sag mal, würdest du eigentlich den Dienst in Anspruch nehmen, wenn man Bäume zu mir bringt, dass ich die schreddere und du die kaufen würdest, das Hackschnitzel? Für ein Sägewerk unten? Nee, glaube ich nicht. Ich habe ja einen Hacker. Ach so, okay. Okay. Ja. Jo. Okay. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Bei der Pacht von Wald. Ah ja, wie viel war das jetzt mal? Alter, ich glaube, ich habe langsam Alzheimer. Ich glaube, ich auch. Ich habe es nämlich auch vergessen. 17.000 irgendwas war es. So, jetzt weiß ich wieder. Ich glaube, 17.500. Ja, 17.500. Okay. Doch nicht billiger vom Überlegen. Ja, merke ich. Schade. Okay, aber nee, dann weiß ich erstmal Bescheid. Jo. Gut, danke dir erstmal. Jo. Tschö. Jo. Alter, jetzt will der mir Hackschnitzel verkaufen? Will der den Hacker kaufen, damit ich ihm Hackschnitzel abkaufe? Am Hintern, ey. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie ich denn jetzt an den Hacker drankomme. Weil, wenn der den jetzt auch kaufen will, dann könnte ich den verkaufen. Der bringt noch um die 50.000. Der kostet 60. Aber wenn der jetzt auch Interesse dran hat,
Wobei es vielleicht doch interessant wäre. Dann kann der mir immer die Hackschnitzel vollladen. Müsste ich mal überlegen. Aber für heute war es das erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Warte mal. Meine Ballen sind weg. Tschüss.